mit Dankbarkeit und Lobpreis deine Nähe her, wie ein Sieger vor deinem Thron. Ich sing dir Lieder meines Herzens, weil ich dich so liebe, dir alleine gehört all mein Lob. Du wohnst im Lobpreis deiner Söhne, im Lobpreis deiner Töchter, im Lobpreis deiner Kinder, wir lieben dich. Du bist der König aller Himmel, der König meines Herzens. Im Staunen stehe ich vor dir, denn es gibt keinen, wir verehren nur dich allein. Du wohnst im Lobpreis deiner Söhne, im Lobpreis deiner Töchter, im Lobpreis deiner Kinder, wir lieben dich. Du wohnst im Lobpreis deiner Söhne, im Lobpreis deiner Töchter, im Lobpreis deiner Kinder, wir lieben dich. Halleluja, unser Gott ist gut. Gibt man ihm noch mal einen Applaus, oder? Halleluja. Wenn wir so einen guten Gott haben, was brauchen wir mehr? Er ist immer für uns da und er leitet uns und er führt uns. Und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr gekommen seid, auch in diesem nebligen Tag, wo man eigentlich im Bett bleiben möchte. So ging es mir heute Morgen, ich wollte gar nicht aufstehen, aber habe mir gedacht, Gott sei Dank, es ist Sonntag, wir können in den Gottesdienst gehen, wir können Gott anbeten und es gibt Freude und es gibt Kraft und es gibt Energie, wenn wir einfach zu Gott kommen und wenn wir einfach auch schon am Morgen sagen, Jesus, danke, dass du da bist, danke, dass du lebst, Halleluja. Ich habe euch heute mitgebracht den Psalm 100, ich glaube, jeder kennt ihn, aber ich wollte ihn einfach nochmal zusammen mit uns allen lesen. Da steht drinnen im Abvers 1, jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde, betet ihn voll Freude an, kommt zu ihm und lobt ihn mit Liedern, erkennt, dass der Herr Gott ist,
Er hat uns erschaffen und wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, die Schafe seiner Weide. Geht durch die Tempeltore mit Dank, tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm mit Lob und lobt seinen Namen, denn der Herr ist gut. Seine Gnade hört niemals auf und seine Treue gilt für immer. Das ist ein Psalm, den David gesungen hat. Und das ist das, was wir heute tun wollen. Wir wollen heute zu dem Thron kommen, vor Gott kommen, zu dem Vater kommen. Wir wollen ihn anbeten. Wir wollen sagen, Gott, du bist ein guter Gott, du bist treu. Und deine Gnade hört niemals auf an diesem Tag. Und darum kommen wir freimütig zu dir. Egal, wie es uns geht, wie wir uns fühlen, wir kommen zu dir. Wir beten dich an. Wollen wir das tun? Und danke dem Lobpreisteam, dass ihr uns da hineinführt, in die Tiefe, einfach um in diese Gegenwart Gottes zu kommen. Aus Lukas 15, wo es darum geht, um den verlorenen Sohn. Und da heißt es ab Vers 17, schließlich überlegte er, also der Sohn, der von zu Hause weggelaufen war, und er sagte zu sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Aber ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und ich will sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Aber bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. Und so kehrte der Sohn zu seinem Vater nach Hause zurück. Und er war noch weit entfernt. Als sein Vater ihn kommen sah und voller Liebe und Mitleid, lief der Vater seinem Sohn entgegen und er schloss ihn in die Arme und er küsste ihn. Und sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie meinem Sohn an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier, er war tot und er ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber er ist wieder gefunden und ein Freudenfest begann. Und ich habe es so empfunden, dass ganz neu der Vater, er steht Tag für Tag vor dem Vaterhaus und er steht und er schaut nach draußen und er hält Ausschau nach einem jeden von uns, nach einem jeden seiner Kinder, die nicht bei ihm sind, die aus irgendeinem Grund weggelaufen sind oder die sich distanziert haben. Und der Vater,
Er ist ein liebender Vater. Er ist nicht ein Vater, der sich aufdrängt. Er ist nicht ein Vater, der uns zu sich zerrt. Aber er ist ein Vater, der um unser Herz wirbt. Und er ist ein Vater, der wartet, voller Sehnsucht, voller Mitleid, voller Verlangen, weil er seinen Sohn gegeben hat. Er hat dieses Opferlamm geschlachtet. Das war sein Sohn. Da hat er seine ganze Liebe ausgegossen. Und er steht hier, er steht heute Morgen hier. Und er ruft jedem Einzelnen, ruft er zu, komm nach Hause, komm zu mir, mein Kind, komm zu mir, mein Sohn. Ich verlange so nach dir, ich sehne mich nach dir. Ich will dich umarmen, ich will dich in meine Arme nehmen. Vergiss, was war, vergiss das Vergangene, vergiss, was hinter dir ist. Komm jetzt in meine Umarmung, lass mich dich wiederherstellen. Lass mich dich lieben, bedingungslos, bedingungslos. Und ich möchte euch einladen, ich möchte uns alle einladen, diesem Ruf, diesem Herzensschrei des Vaters heute Morgen zu antworten. Und lauf, lauf in die Arme des Vaters, sing dieses Lied aus der tiefsten Tiefe deines Herzens und sag, Vater, ich komm gerannt, ich komm gelaufen zu dir, denn in deinen Armen, da ist alles, was ich brauche, da ist alles, was ich brauche. Zum Vater, der mir Gnade schenkt, wenn ich nicht verstecken vor dem, wer mich kennt. Mein Herz braucht jetzt Heilung, es braucht einen Freund. Darum lauf ich zum Vater, ich lauf und ich lauf. Oh.
hattest du im Blick, lange bevor er schlug. In deinen Arm fand ich Leben im Überfluss. Ich fühl diese Kraft ganz tief in mir. Verstecken vor dem, der mich kennt. Mein Herz fand jetzt Heilung, es fand einen Freund. Darum laufe ich zum Vater, ich laufe, ich laufe. Ich laufe zum Vater, der mir Gnade schenkt. Wenn ich nicht verstecke vor dem, der mich kennt. Mein Herz fand jetzt Heilung, es hat einen Freund, darum laufe ich zum Vater. Ich laufe, ich laufe, ich laufe zu Gott. Oh, 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 oh. Und ich laufe zu Gott. Heute Morgen zu dir, um dir zu begegnen, um dich zu ehren und dir Danke zu sagen für diese große Liebe. Ich laufe in deine Arme. Ich liebe dich.
bete Jesus einfach weiter an. Er ist würdig, er will gerade jetzt was tun in deinem Leben. Er hat was vor mit dir. Er will dich jetzt heilen, er will jetzt Befreiung schenken. Bete ihn an und sag, du bist würdig, du allein bist würdig, du bist heilig. Würdig bist nur du, Jesus. Du alleine bist unser Herr. Du alleine bist unser Gott. Du alleine gebührt alle Ehre, Jesus. Du hast bezahlt mit deinem Blut, Jesus. Gerade jetzt, Herr, bist du hier. Gerade jetzt bewegst du dich durch deinen Heiligen Geist, durch die Reihen. Und du heilst und du befreist. Bete ihn an. Unser Gott ist würdig, unser Gott ist heilig. Halleluja. Herr, wir beten, dass jede Depression jetzt gehen muss in dem Namen Jesus. Alle Traurigkeit muss gehen in dem Namen Jesus. Wir sprechen aus Jubel und Freude in dem Namen Jesus.
weil wir dich anbeten können, weil wir wissen, du hast einen guten Plan in unserem Leben, weil wir wissen, dass du für uns bist und nicht gegen uns bist, sondern dass alles das, was du tust, uns zum Besten dient. Jede Angst, Herr, binden wir in dem Namen Jesus und sagen, du musst jetzt gehen. Halleluja, du hast bezahlt mit deinem Blut und dieses Blut wenden wir an, Herr, über unser Leben. Danke, dass du gerade jetzt Heilung schenkst, dass du gerade jetzt befreist. Herr, du wirkst immer weiter, du wirkst immer weiter. Danke dafür, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Herr, wir wollen heute auch das Abendmahl feiern, auch wenn ihr zu Hause seid, könnt ihr es schon vorbereiten. Das wird jetzt dann gleich anfangen. Und Jesus hat für dich bezahlt, er hat für dein Leben bezahlt, am Kreuz. Da hat er sein Leben hingegeben, für dich, weil er dich lieb hat. Und oft ist es so, dass wir uns immer so gering schätzen und sagen, wir sind zu klein, wir können nichts, wir haben keine Talente, die anderen haben es, aber wir nicht. Aber so hat Gott uns nicht geschaffen. Gott hat uns gemacht und gebildet schon im Mutterleib. Er hat deinen Namen gerufen, bevor du überhaupt geboren worden bist. Er wusste, wie du bist und was du bist. Und in Jesus und in Christus, da sind wir eine mächtige Waffe gegen den Feind. Da sind wir stark und mutig. Da haben wir alles das, was wir brauchen. Ein Talent, das habe ich gestern im Bericht gesehen. Talente wird oft gesagt, kriegt man bei einer Geburt. Aber ist es wirklich so? Du bist talentiert. Du hast eine Gabe, du hast viele Gaben, denn Gott hat sie dir geschenkt. Und er hat dir nicht nur eine Gabe geschenkt, sondern viele Gaben. Er hat dir geistliche Gaben geschenkt. Er weiß, wer du bist und er kennt deinen Namen. Und er hat dich gerufen und das haben wir gehört. Wenn du zurückkommst zum Vater, wenn du zurückgehst und anerkennst, dass dein Leben, wie du das vorher gelebt hast, nicht das ist, was das Richtige für dich ist, dann komm jetzt zurück zum Vater und er wird sich dir nähern. Er wird zu dir rennen und er wird dich in den Arm nehmen und er wird für dich eine Feier organisieren, die du noch nie erlebt hast. Weil Gott ist mit dir und Gott jubelt über dein Leben und er weiß, wer du bist und wie du bist. Und er hat dir viel gegeben und dieses darfst du weitergeben. Halleluja, das hat er am Kreuz für uns bezahlt. Da ist er hinabgestiegen in die Totenwelt. Da ist er zum Teufel gegangen und hat ihn dem Schlüssel des Todes entrissen. Und wenn du kommst zu diesem Jesus, wenn du kommst und sagst, heute ist der Tag, in dem ich diesen Schlüssel des Lebens von dir nehme und den Schlüssel des Todes weggebe, dann wirst du erleben, dass Gott kommt zu dir. Wenn du sagst, Gott, zeig dich mir, zeig, wer du bist, ich kenne dich noch nicht, dann komm zu diesem Kreuz und sag, Jesus, okay, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben hinein, dann zeig dich mir, dann offenbar dich mir und Gott wird das tun, weil wir haben einen lebendigen Gott. Jesus ist nicht am Kreuz geblieben, er ist auferstanden von den Toten und er lebt in dir, wenn du es willst, durch seinen Heiligen Geist. Halleluja. Ja, wollen wir jetzt das Abendmahl einnehmen? Ich bitte auch, die austeilen, schon mal vorzukommen. Und bitte stellt euch einmal links und einmal rechts an. Da könnt ihr einmal das Brot nehmen und einmal den Traubensaft nehmen. Und wir haben dann am Schluss einmal links und rechts und auch hier vorne, da könnt ihr dann die leeren Becherchen reintun. Und ja, stellt euch an. Und jetzt bitte ich auch den Matthias vorzukommen, der wird dann auch für das Abendmahl beten und wir wollen es auch gemeinsam einnehmen. Nehmt es bitte mit an den Platz und dann betet der Matthias für das und dann nehmen wir es gemeinsam ein. Schon kommen und nehmen vom Tisch des Herrn und wir warten aufeinander. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja.
Dafür brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Jesus dankte Gott und brach das Brot in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Jesus, das ist dein Leib, der du dich hingegeben hast für mich, für jeden Einzelnen von uns. Wir dürfen dein Brot essen. Halleluja. Wir dürfen dich in uns hinein aufnehmen. Danke, Jesus, und wollen uns daran erinnern, an den hohen Preis, den du bezahlt hast, dass du dich selber ganz, ganz hingegeben hast für uns. Jesus, Halleluja, wir wollen dich selber in unserem Leben haben, Halleluja. Wenn wir dein Leib essen, dein Fleisch essen, dann haben wir dein Leben in uns. Danke, Jesus, Halleluja. Danke, Herr, du möchtest ganz neu dein Leben in uns hineinschenken, Halleluja. Du bist das Leben und wir essen dich, Halleluja. Und wir denken an dein Sterben. Dafür dürfen wir leben. Oh, wir danken dir von Herzen und nehmen deinen Leib, Herr, und danken dir, Herr. Amen. Hatten, nahm Jesus den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt in meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Halleluja. Dieser Becher ist der neue Bund zwischen Jesus und dir, zwischen Gott und Mensch. Halleluja. Danke für diese Verbindung. Danke, dass du es möglich gemacht hast, dass wir ganz eng mit dir verbunden sind, dass du in uns bist. Halleluja. Und wir in dir sein dürfen. Was für ein Vorrecht. Oh, Jesus. Halleluja. Du bist heute Morgen hier, um uns zu begegnen. Halleluja. Wenn ihr mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, dann bleibt ihr in mir und ich in euch, hat Jesus selber gesagt. Halleluja. Dein Leben in uns, du selber in uns und wir in dir, weil du dein Blut gegeben hast zur Erlösung für uns. Jesus, wir sind erlöst. Halleluja. Was für ein Vorrecht. Wir dürfen ganz eng mit dir verbunden sein. Danke, Jesus, du bist hier. Begegnest uns ganz neu. Und wir wollen daran denken,
dass es dein Blut gekostet hat. Wir sind so voller Dankbarkeit, Jesus. Machen dir unser Herz weit auf. Danke für dein Blut. Ich glaube, die sind schon alle voller Erwartungen. Ihr dürft jetzt in den Kindergottesdienst gehen. Und wir haben heute wieder die Kleinen und die Großen, die 3- bis 7-Jährigen. Die können alle hochgehen und die anderen Kinder, die können hier rüber in den anderen Raum gehen. Bitte 7- bis 12-Jährigen dann hier den Flur runter und dann rüber. Und dann könnt ihr einfach euren Gottesdienst auch feiern. Und wir segnen auch im Namen Jesus die Kinder. Wir segnen jeden, der auch die Botschaft bringt, die Kinderleiter in dem Namen Jesus. Und danken dir, dass du ein gutes Wort hast für jedes Kind, dass es Frucht bringt, auch für jedes Kind. Halleluja. Und wir wollen jetzt auch noch die Kollekte einsammeln. Und ich will kurz beten dafür auch und will Gott einfach sagen, wenn wir einfach geben oder euch auch sagen, wenn wir geben, dann bitte aus Freude geben und einfach um Gott zu zeigen, ja, du bist es wert, nicht das Geld ist das, was mich besitzt, sondern du bist es, Jesus, der mich besitzt, weil du hast Gutes für mich und Gott wird dir das geben, was du brauchst. Und wir haben gerade in dieser Krisenzeit, in der wir leben, oft diese Befürchtungen, was passiert, was kommt. Aber Gott ist unser Versorger und egal was kommt, Gott wird uns das geben, was wir brauchen. Und wir brauchen auch da keine Angst haben, denn unser Gott ist größer. Er hat Wunder getan, er hat ein Meer geteilt zum Beispiel. Welcher Gott kann das noch von sich sagen, der ein Meer teilt, ja, und der Manna vom Himmel bringt? Welcher Gott kann denn schon sagen, er hat Manna vom Himmel gebracht, um sein Volk zu speisen oder eine Wolke in der Wüste, in der Hitze, ja? Und das ist Gott, er wird da sein für uns und er wird uns helfen. Und er wird uns das geben, was wir brauchen. Und das hat er auch bei Jesus getan. Nach der Wüstenzeit hat er auch Jesus wieder versorgt und gespeist. Und das will er tun. Und da können wir auch sagen, wir vertrauen dir. Und da kannst du auch sagen, Gott, zeig mir, was ist auf deinem Herzen? Was willst du, dass ich gebe? Und Gott wird einfach da sein für dich auch. Und auch wenn es vielleicht ein Opfer ist und vielleicht schwierig ist für dich zu geben, aber tu es aus Dankbarkeit und aus Freude heraus, weil du weißt, dein Gott ist mit dir und er wird dich nicht allein lassen. Danke, Jesus. Und ich bete jetzt auch, ihr könnt es schon einsammeln, ich bete jetzt auch im Namen Jesus, dass du versorgst, Herr, dass du hilfst und uns zeigst einfach, was ist dran in dieser Zeit, Herr Jesus. Danke, dass du uns das gibst, was wir brauchen. Jede Familie, Herr, ich segne jeden, der hier ist, mit deinen finanziellen Mitteln, das, was wir brauchen, Herr, mit deiner Versorgung, das, was jeder Einzelne, Herr, benötigt. Ich danke dir dafür, in dem Namen Jesus. Amen. So, dann darf ich den Timon von hinten nach vorne bitten, vom Lobpreis zur Botschaft. Wir sind gespannt, was du für uns hast. Wollen wir einen großen Applaus geben für den Timon. Yes. Halleluja. Geht's euch gut? Sehr gut. Halleluja. Danke, Jesus, dass du hier bist. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du sprichst heute zu uns. Wir wissen, dass du sprechen, ja, dass du ein sprechender Gott bist, dass du ein Gott bist, der hier ist und der zu uns ja unsere Herzen verändern will und unsere Herzen verwandeln will. Wir laden dich ein, wir machen unsere Herzen ganz weit auf. Jesus, dein Wort ist ein guter Same, der fähig ist, 30, 60 und 100-fach Frucht zu bringen. Herr, wir wollen, dass dein Same auf guten Boden fällt und dass er viel Frucht bringt. Amen. Yes. Halleluja. Ich habe ein richtig gutes Thema mitgebracht, das mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Viele von euch wissen ja, ich war Ende letzten Jahres bis Mitte diesen Jahres für 8 Monate in Oslo
und ich habe dort in einem Gebetshaus gedient. Und was macht man so in einem Gebetshaus? Ich habe Grafiken gemacht, ja. Aber natürlich, also 5 Abende die Woche haben wir gebetet, 2 Stunden lang und haben Gott gesucht und Lobpreis gemacht. Und wenn man echt 8 Monate lang, 5 Tage die Woche, jeden Abend vor Gott steht und ihn sucht und ihn anruft, das macht was mit einem. Und ich habe so ein Hunger. Ich bin ja mit dem Ziel dorthin. Ich sage, Gott, ich will in Lobpreis und ich will im Gebet wachsen. Was hast du für mich? Und dann hat er mich da zu diesem Gebetshaus geleitet. Und genau diese Punkte hat Gott so, ja, wie highlighted. Und ich möchte euch ein bisschen was davon heute mitbringen, was Gott da gewirkt hat und was Gott getan hat. Und das Ding ist, wenn man in einem Gebetshaus ist, dann kriegt man viel mit, was auch nicht so gut läuft. Ja? Man kriegt mit die ganzen Gebetsanliegen, was in der Welt gerade abgeht. Und ich meine, wir alle wissen, was abgeht. Wir alle sehen gerade, wie es drunter und drüber geht. Und irgendwie könnte man doch dann meinen, ja, wo ist denn Gott jetzt eigentlich überhaupt? Wenn all das Schlechte und all das Negative gerade abgeht, wo ist Gott und ist Gott gut überhaupt? Kann er überhaupt helfen? Und weil so viel, so Gedanken auch oft aufkommen und der Feind da gerne ein bisschen uns Lügen in den Kopf setzt, möchte ich am Anfang einfach mal ein paar Grundsatzfragen mit uns klären, gerade bezogen auf das, was gerade abgeht in der Welt und gerade auf das bezogen, ja, was vielleicht auch bei dir abgeht, was in Deutschland abgeht. Wir waren mal auf dem Straßeneinsatz hier in Augsburg und da sind ja immer unsere netten Nachbarn da drüben und die sagen dann, die haben ein bisschen andere Botschaft wie wir. Ja, wenn du dann vorbeiläufst, sagen sie, du Sünder, kommst in die Hölle. Und das ist deren Botschaft und dann hat er mal angefangen mit mir zu diskutieren, warum Gott denn eigentlich ein Gott ist, der Menschen hasst und warum er, ja, Gott ist ein Hassender, ja, google mal, such mal hier bibleserver.com, such mal nach dem Wort hassen, da kommt so zigmal, dass Gott Menschen hasst. So, und damit hat er, dachte ich, okay, das ist eine interessante Gottesvorstellung, die du hast, aber mein Gott ist anders. Ja, wenn wir uns mal die Frage stellen, ist Gott gut? Ja, die ganz grundsätzliche Frage. In Jeremia 29, da heißt es, ich kenne ja, sagt Gott zu seinem Volk, ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch habe. Es sind Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil, um euch Hoffnung und Zukunft zu gewähren. Und ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Ey, das ist unser Gott. Das ist der Gott, an den wir glauben. Und Jakobus 1,17 heißt sogar noch, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von Gott. Und wenn wir die ganze Bibelstelle und auch die Verse davor mal angucken, dann heißt da sogar, dann erklärt er das ein bisschen, ja, wir können ja oft, wir denken dann oft, ja, aber wenn es dann so drunter und drüber geht, weiß ich nicht, ist Gott dann, ist er ein guter Gott oder was, ich meine, es schaut ja nicht gut aus, aber da heißt es, niemand sage, ab Vers 13, Jakobus 1, Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemanden. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schattens. Hey, wir haben einen guten Gott. Und nicht einfach mal, um diese Lüge anzuzeigen und aufzuzeigen, die Gott uns auf den Kopf setzt. Keine Sünde und kein Krieg und kein irgendwas kommt von Gott. Sondern Gott ist ein guter Gott. Er hat gute Gedanken über uns. Ja, das ist, wenn wir am letzten Sonntag denken, das ist der Tisch, ja, wo das Bein nicht angesägt ist. Das ist, worauf wir stehen. Und dann sagt mir, ja, aber es gibt ja dann doch diesen Zorn Gottes. Und ist ja, das steht ja auch viel drin vom Zorn Gottes. In Römer 1,18 steht drin, dass der Zorn vom Himmel ist über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen.
Gottes Zorn ist niemals gegen die Menschen, sondern immer nur gegen die Sünde und gegen die Gottlosigkeit. Und das Ding ist, wir haben einen gerechten Gott. Ja, Gott ist gut und Gott ist gerecht. Und wenn wir, und er gibt uns einen freien Willen, und wir können entscheiden, gebe ich ja, nach meiner Begierde, tue ich das, was ich will, oder tue ich was Gott will. Und oft ist es so, und wir sehen es in dieser Welt, dass Menschen sich wieder und wieder und wieder und wieder gegen Gott entscheiden. Und Gott sagt, okay, dann ziehe ich mich mehr und mehr und mehr zurück, weil es ist eure Entscheidung. Wollt ihr mit mir gehen oder ohne mich? Und ja, das Resultat daraus ist, ja, wir sagen hier, steht hier in Vers 15, Jakobus 1, die Sünde gebiert den Tod. Aus der Sünde kommt dann der Tod hervor. Und dann gucken wir auf die Welt und sagen, okay, ja, vielleicht ist Gott gut, aber ist er fähig? Vielleicht ist er gar nicht fähig dazu, was zu tun. Vielleicht kann er einfach gar nicht eingreifen und wirken. Und gegen diese Lüge, die wir oft uns denken, Jeremia 32, Vers 27, siehe, sagt Gott, ich bin der Herr, der Gott allen Fleisches. Sollte mir irgendetwas unmöglich sein? Nichts ist Gott unmöglich. Amen. Nichts ist ihm unmöglich. Und er sagt auch in Offenbarung 1,8, ich bin Alpha und ich bin Omega. Ich bin der Anfang, das Ende. Ich bin der war, der ist und der da kommt, der Allmächtige. Hey, und unser Gott ist fähig zu retten. Unser Gott ist fähig zu heilen und zu befreien. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und das ist sein großes Verlangen, auch wenn es düster um uns rausschaut. Gottes Verlangen ist, dass wir leben. Gottes Herrlichkeit ist, dass seine Gemeinde in die Herrlichkeit reinkommt, die er hat. Sein Verlangen ist es, dass wir in der Fülle leben, dass wir keine Krankheit haben, keinen Schmerz. Hey, in Gottes Reich, da gibt es keine Krankheit, da gibt es keinen Krieg, da ist Freude, da ist Leben, da ist Freiheit. Und sein Arm ist nicht zu kurz, um zu retten. Okay, dann ist er gut und er ist fähig, aber vielleicht will er einfach nicht. Vielleicht will Gott ja nicht. Aber wisst ihr, Gottes Beweis, dass er sagt, ich will, ist das Kreuz. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist das Verlangen Gottes. Und deshalb gibt er seinen einzigen Sohn in 1. Timotheus 2, 1 bis 2 oder 1 vers 3 ist es dann, glaube ich, heißt, Gottes Wille ist es, dass jeder Mensch gerettet wird. Jeder Mensch soll erkennen und ihn erleben und in diese Herrlichkeit eintreten, in diese Freude eintreten, die er hat. Aber, und das steht die Verse davor, ja, wir haben jetzt gehört, ja, Gott ist gut, Gott ist willig und fähig zu tun, was er will. Und 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 2, da heißt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und die Verse davor heißt, vor allen Dingen kommt in Bitten, ich lese mal vor, 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 2, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, Vers 3 und Vers 4, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Vers 3 stellt sich Gott sogar vor, der Retter Gott. Er ist der Retter Gott, der alle Menschen retten will. Okay, Gott ist gut, Amen, Gott ist fähig und Gott ist willig. Ja, dann können wir heimgehen. Ist ja, dann passt ja. Aber tatsächlich, Gott hat von Anfang an der Zeit, er ist derselbe gestern, heute in aller Ewigkeit. Und Fakt ist, Gottes Wille passiert nicht zufällig, passiert nicht standardmäßig, ganz natürlich. Wir sehen das auch ganz am Anfang, als Gott Himmel und Erde schuf. Die Welt ist nicht einfach Zufall, bam, Welt ist da. Sondern was hat Gott getan? Er sprach, es werde Licht und es ward Licht.
Er sagte etwas, er sprach etwas rein ins Nichts und es ist etwas geworden. Und wisst ihr, das ist es, worüber ich heute reden will. Ich will heute reden über das, etwas über Gebet und speziell jetzt, was ja meine Definition ist mal für heute. Gebet ist es, etwas in Gottes Willen aussprechen ins Nichts und es wird geschehen. Gebet in Gottes Augen ist mit dem Willen Gottes übereinstimmend Dinge in Existenz sprechen. Und Amen. Wisst ihr, ist auch voll biblisch. Es ist nicht einfach so, sondern wir schauen mal Sprüche 18, Vers 21. Tod und Leben sind in der Macht der Zunge und wer sie liebt, der wird ihre Früchte essen. Wisst ihr, das Reich Gottes, das ist Gottes Prinzip, wird gebaut, indem Worte gesprochen werden. Die Bausteine des Wortes Gottes sind Worte, die gesprochen werden. Und Engel heißt, sind die Boten, also sind die Täter des Wortes Gottes, in Psalm 112 ist es. Engel sind Täter des Wortes Gottes. Die warten darauf, dass wir Worte sprechen. Sie nehmen das und es ist wie Bausteine, mit denen sie Königreich bauen. Es ist wie Schwerter, mit denen sie Schlachten schlagen. Halleluja. Und dann sagen wir, okay. Aber wir schauen oft dann auf die Umstände und auf was nicht gut läuft. Und dann sagen wir, Gott, tu doch was. Und wisst ihr, was Gott sagt? Tu du doch. Wisst ihr, das Gute an Gott und das Herrliche an Gott ist, dass er schon alles getan hat, was er tun konnte. Jesus ist auf die Welt gekommen. Er ist am Kreuz gestorben und hat den Weg freigekauft, sodass wir jetzt Reich Gottes bauen können. Er hat alles getan, damit das Reich Gottes gebaut werden kann. Und nicht nur das, sondern er gibt auch seinen Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist unser Partner. Er ist unser Fürsprecher, unser Helfer, der uns hilft, Reich Gottes zu bauen. Und, wie ich gesagt habe, er gibt auch Heerscharen an Engel, die nur darauf warten, dass wir Worte sprechen, mit denen sie Königreich bauen können. Und wenn wir gucken in 1. Timotheus 2, 1-2, dieses Flehen, Gebet, Fürbitten und Danksagung, das ist alles Teil von etwas, das nennt die Bibel, in den Riss treten. Sag mal, in den Riss treten. In den Riss treten. Was heißt das denn? Hesekiel 22, Vers 29 bis 30. Können wir mal lesen. Ein Traum. Das Volk des Landes verübt Erpressung und begeht Raub. Und den Elenden und Armen unterdrücken sie. Und am Fremden handeln sie gegen jedes Recht. Ja, das ist über Israel oder sein Volk, sagt Gott es. Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauerte und vor mir für das Land in den Riss trat, damit ich es nicht verheerte. Aber ich fand keinen. Aber ich fand keinen. Und ich habe dieses Thema schon mal so ein bisschen ähnlich in der Jugend bei uns erzählt. Und die Jugendlichen, ja, da habe ich ein Beispiel gezeigt, das zeige ich euch auch, weil die Jugendlichen, die haben das jetzt schon verstanden. Hier müssen wir es auch mal noch quasi ein bisschen erklären, was heißt denn das über den Riss, in den Riss treten. Und da bräuchte ich jetzt mal drei richtig starke Männer, die keine Rückenprobleme haben. Christian kann mal kommen, vielleicht der Johannes, Manuel. Genau, ja, du kannst auch mal kommen, Alex. Perfekt. Und wir können mal die Stühle, vielleicht können wir mal Licht anmachen hier unten. Yes. Aber mal ein bisschen zu verbildlichen, was heißt es, in den Riss zu treten? Genau, wir können mal hier die Stühle aufstellen. Genau. Yes. So. Der Manuel kann mal kommen. Ah, und der Mani kann mal hier. Der Mani kann sich mal hier hinstellen. Der Mani ist jetzt mal Gott, okay? Wir können es mal ein bisschen vorziehen, dann sieht man es auch besser. Der Mani, der ist Gott. Und der Manuel, der stellt sich mal da drauf, der Manuel ist sein Volk, ja, das repräsentiert irgendeine Gruppe. Vielleicht ist es eine Familie oder das ist Deutschland oder Europa oder was auch immer. Und der Mani, also der Gott,
der liebt den Manuel. Der hat gute Pläne. Der hat Pläne der Hoffnung, der Herrlichkeit, der Zukunft. Und sein Anfang an war sein Wille: Ich will, dass Manuel bei mir ist. Das ist mein Wunsch, das ist mein tiefstes Verlangen. Ich will, dass ja mein Reich bauen mit ihm. Ich will, dass da Herrlichkeit, Hoffnung, dass er da drin lebt. Und es ist alles richtig, richtig gut. Aber wenn wir dann mal lesen, hier nochmal Vers 29. Der Manuel, ja, der ist auch nur Mensch. Und der Manuel, der übt Erpressung und begeht Raub. Und er entscheidet sich gegen Gott. Und er sagt, das ist schön und gut, aber ich brauche ein bisschen Abstand. Und er geht einen Schritt weg. Okay? Und nicht nur das, sondern der Manuel, der unterdrückt auch die Elenden und die Armen. Und er entscheidet sich gegen Gott. Und Gott ist immer noch da. Und er sagt, hey, aber ich habe doch so viel mehr. Und der Manuel entscheidet sich wieder und wieder und wieder gegen Gott. Und er geht mal noch einen Schritt weg. Und was passiert da? Das ist wie, wenn ein Riss kommt zwischen Gott, seiner Verheißung und seinem Volk. Das ist wie, wenn diese Stühle hier mal wegkommen und die Brücke von Gott, von seinen Verheißungen für sein Volk, für Deutschland, für deine Familie, was auch immer, ist zerbrochen. Versuch mal zum Gott zu kommen. Nein, versuch's nicht, bitte. Und es ist wie ein Riss, der reinkommt, eine Trennung. Und der Feind, der nutzt es aus. Der Feind, der kommt, aha, der trennt sich von Gott, dann komme ich mit Tod, ich komme mit Zerstörung, ich komme mit Gewalt. Ja, Johannes 10:10, Dieb kommt zum Zerstören, Schlachten und zu vernichten. Das ist alles, was der Feind tut. Und jeder Fehler, den er macht, den nutzt der Teufel aus. Und er, ja, wie so ein Riss, und er nutzt diesen Riss aus, um diese Trennung reinzukommen. Aber jetzt rat mal, Gott hat immer noch diese Verheißungen, immer noch diese Sehnsucht danach, ich will mein Reich bauen in dieser Welt. Ich will dir dienen, ich will dich erfüllen mit meiner Herrlichkeit, mit meiner Kraft, mit all dem, was ich bin. Alles, was gut und vollkommen ist, habe ich für dich. Und wer hat sich bewegt? Ja, hier, hey Gott, wo bist du? Ich spüre dich nicht. Ja, rat mal, wer sich bewegt hat. Gott ist immer noch gleich. Gott steht immer noch da, ist immer noch der Gleiche. Und dann gibt es den Christian. Der Christian, der liebt Gott. Und er sagt, hey Gott, ich will dir dienen. Ich will gehen für dich. Was kann ich tun, Herr? Ich will, dass dein Reich gebaut wird in dieser Welt. Ich will, dass du, ja, dass dein Wille geschieht auf dieser Welt. Was kann ich tun? Und was sagt Gott zu ihm? Christian, bete mit mir. Und Christian geht vor ihm auf die Knie. Er geht auf die Knie und betet. Und der Johannes, der sagt, Gott, ich will dir dienen. Ich will für dich da sein. Was kann ich tun, um dein Reich in dieser Welt zu bauen? Und Gott sagt, bete. Und auch Johannes geht auf die Knie und betet. Und was passiert in diesem Gebet ist, dass der Manuel jetzt auf den Rücken von diesen Betern, klappt das oder brauchst du? Ich helfe dir. In der Jugend hat mir ein bisschen leichtere, dass er zurückkommen kann zu Gott. Okay? Amen. Hey, und das ist es, was die Bibel sagt mit in den Riss treten. Ja, wir machen Fehler und ja, wir sind nicht perfekt und wir schauen mal in die Welt, da geht's drunter und drüber. Warum? Wegen Sünde. Weil wir uns wieder und wieder und wieder und wieder gegen Gott entscheiden. Gegen den, der uns eigentlich so liebt. Und Gott hat diesen Schmerz. Hey, da entstehen Risse, da entsteht eine Spaltung und der Feind kommt mit Tod und mit Zerstörung. Und deshalb, und es ist so Gottes Herzschlag, wenn er sagt, und ich suchte einen Mann, ich suchte eine Person unter ihnen, der die Mauer zumauerte
und vor mir für das Land in den Riss trat, damit ich es nicht verheere, damit der Feind nicht kommt und zerstört, damit es nicht verloren geht, sondern damit mein Reich kommt in dieser Welt. Und was ist die Lösung? Männer und Frauen Gottes, die auf diesen Ruf antworten und in diesen Riss reintreten. Und was machen sie da? Sie beten: Herr, wir wissen, da ist Sünde. Wir wissen, wir haben Fluch verdient. Aber wir beten, dass du, weil du so gut bist, dass du diesen Fluch umwandelst in Segen. Und dass plötzlich, wo der Dieb gekommen ist zum Zerstören und zum Morden, dass du das umwandelst in Segen, in Herrlichkeit, in Fülle Gottes. Weil alles dienen muss uns zum Besten dienen, denen, die Gott lieben. Und Gott hat gute Pläne. Und wir wissen, Gott, dass auch, ja, dass, und wir beten, dass auch wenn wir es verdient hätten, ja, diese Trennung, dass du kommst mit deinem Segen, dass du kommst mit deiner Fülle und dass du trotz uns dienst, dass du trotz uns kommst und Fülle gibst und Liebe gibst und Gnade gibst. Und Gott sagt hier nicht, und ich suchte nach 10.000 Männern Gottes oder Frauen Gottes, die beten, sondern er sagt, ein Mann, eine Person reicht aus, um für die ganze, eine ganze Gruppe, ein ganzes Volk in den Riss zu treten. Gott will sein Reich bauen, ja, diese Mauer, das ist diese Mauer um sein Volk, das ist ja um sein, an irgendeine Gruppe, wo du dich zugehörig fühlst, ob es jetzt deine Familie ist, ob es dein Nachbar ist, vielleicht ist es dein Sportclub, deine Arbeitskollegen. Gott hat heute diesen Ruf an dich und sagt, wer ist da, der für mich in den Riss tritt, der für dieses Volk in den Riss tritt? Und was ist die Motivation? Was vom Johannes und Christian, was war die Motivation? War das Leistung? Nein. Niemals ist die Motivation für sowas zu sagen, Jesus, ich will möglichst viel Reichtümer ansammeln im Himmel. Ich will, was weiß ich, irgendwas leisten. Jetzt muss ich liefern, jetzt muss ich abliefern als Christ. Als Christ betet man, drum mache ich das. Sondern die Motivation ist Intimität mit Gott. Das ist der Schlüssel für all das, was Gott für uns hat. Weil was passiert, wenn wir Intimität haben mit Gott, wenn wir zu zweit sind mit ihm, einfach Zeit verbringen mit ihm? Aus Intimität kommt dann die Motivation, weil ich Gottes Herz mehr und mehr verstehe. Wenn ich bei ihm bin, dann merke ich, wofür sein Herz schlägt. Ich spüre, mein Herz schlägt für Menschen, mein Herz schlägt für diese Gruppe, mein Herz schlägt für diese Person. Und plötzlich merkst du, wie auch dein Herz anfängt zu schlagen. Und plötzlich findest du dich wieder auf den Knien, Tränen in den Augen, du betest für irgendeine Personengruppe irgendwo im Ausland oder wie auch immer, wo du eigentlich gar keinen Bezug zu hast, aber weil Gott sein Herz mit deinem teilt. Und ich habe das so oft erlebt, dass wir beten für eine Person oder für irgendeine Gruppe und auf einmal fange ich an zu weinen und ich weiß gar nicht warum. Ich war davor eigentlich glücklich und fröhlich und habe, ja, jetzt kann ich Gott dienen oder wie auch immer. Und plötzlich fange ich an zu weinen. Was, warum? Weil Gott und sein Herz und sein Herzschlag uns gibt. Und es ist keine Traurigkeit oder sowas, wo wir danach depressiv sind oder sonst was, sondern hey, es ist vom Geist geleitet und er gibt uns sein Herz, sein Herzschlag. Und unser Herz wird anfangen zu schmerzen für die Dinge, für die sein Herz schmerzt. Und in dieser Intimität kommt irgendwann dieser Punkt, wo wir sagen, Gott, ich will dir dienen. Ich will, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht. Was kann ich tun? Und Jesus sagt zu dir und zu mir heute Morgen das, was er auch seinen Jüngern gesagt hat im Garten Gethsemane. Betet mit mir. Betet mit mir. Und noch was kommt aus dieser Intimität. Aus Intimität kommt also erstens Motivation und sein Herzschlag kommt in unser Herz. Aber aus Intimität
kommt auch Identität. Und wir haben davon gehört von Michael, Identität als Könige und als Priester. Als wer bin ich denn hier? Bin ich hier derjenige, der ganz weit unter Gott ist und der irgendwo in den Himmel hochruft zu einem fernen Gott und irgendwas versucht runterzubitten? Nein, Jesus nennt uns Freund. Wir sind Könige, wir sind Priester. Ja, schaut euch die Predigt nochmal an von Michael, die Predigten. Schaut euch sie an. Wir sind Könige, Priester, wir haben Autorität bekommen von Gott. Wir sind nicht auf gleicher Ebene oder unter dem Feind, sondern wir sind über dem Feind gesetzt. Es steht in der Bibel, wir sind versetzt an himmlische Örter. Wir sind Mitsitzer im Himmel und das ist unsere Position. Auch von dieser Position sagen wir, Jesus, das ist, wer ich bin. Ich bin ein König, ich bin ein Priester von dir. Ich bin dein Freund, du nennst mich Bruder. Und aus diesem Hintergrund, da heraus beten wir. Aus dieser Gewissheit, ich bin, ja, der Feind ist unter meinen Füßen. Er ist schon besiegt. Ich weiß, was Gott, Jesus getan hat am Kreuz. Und das ist gleich auch der nächste Punkt. Aus Intimität kommt Glauben. Ich weiß, was Gott tun will, weil ich den Gott kenne, der was tun wird. Ich weiß, dass der Feind unter meinen Füßen zertreten ist. Ich weiß, dass Gott schon gesiegt hat, dass Jesus am Kreuz alles getan hat. Er sagt in seinem, ja, am Kreuz spricht Jesus, es ist vollbracht. Es ist alles schon getan. Der Feind ist besiegt. Ich weiß, was Gott tun wird, weil ich kenne Gott. Und wisst ihr, es ist wirklich keine Leistung, kein Arbeiten, kein Abmühen, sondern der Heilige Geist, er will fließen. Er will sich verwenden für uns. Er gibt das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Er ist es, der in uns anklopft, gerade jetzt. Und vielleicht merkst du das gerade jetzt, wie Gott sagt, hey, und dich zieht in diesen, dass du kommst in diesen Riss und da reintrittst. Und es ist keine Leistung, es ist kein, ich arbeite jetzt für Gott oder ich muss erst die Schlacht noch schlagen, sondern es ist ein Fließen aus dem Geist. Was heißt es? Das heißt, dass ich sensibel bin für das, was er tun will. Wisst ihr, es sind so viele Botschaften, so viele Nachrichten, so viel, was uns einprasselt. Und wir wissen gar nicht mehr, was jetzt richtig ist, was falsch ist, wo geht's lang. Und wir wissen ja auch nicht genau, was hat Gott jetzt vor, weil er ist außerhalb der Zeit, er sieht viel mehr als wir. Und deshalb ist es so wichtig auch, dass wir dann sagen, okay, ich bete nicht einfach mit meinem Kopf, sondern ich bete das, wo der Geist mich leitet. Ich sage, Heiliger Geist, was hast du auf dem Herzen? Und dann hörst du und sagst, ah Gott, du willst für die und die Personengruppe jetzt gerade, ja, dass ich bete. Und dann betest du. Und dann bete ein, zwei Sätze, drei Sätze, wie viel du halt fühlst mit normalen Worten. Aber das Gute ist auch, wir haben eine richtige Geheimwaffe. Wir haben das Sprachengebet. Römer 8, Vers 26, da heißt es, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der Heilige Geist will durch dich beten. Und zwar betet er Gebete, die nur Gott beten kann. Weil er weiß, was er vorhat. Er weiß, dass er wie er sein Königreich bauen will. Er weiß, was er in Situationen reinsprechen will. Er weiß, was er mit dir vorhat. Er weiß, was er mit deinen Arbeitskollegen vorhat. Und wir dürfen sprechen. Wir verstehen es nicht. Ja, der Verstand bleibt fruchtlos, heißt im Wort. Aber wir beten und der Heilige Geist betet in unaussprechlichen Seufzern. Was für eine Kraft ist da drin? Was für eine Herrlichkeit ist da drin? Und wisst ihr, heute Morgen ist der Ruf von Gott genau der gleiche wie damals. Er sucht nach solchen, die in den Riss treten. Die Intimität suchen mit ihm und da heraus einstehen für Nationen, für Nachbarn, für was auch immer, für Personen. Weil wir haben am Anfang gehört,
Gott ist ein guter Gott und Gott ist fähig und Gott ist willig, sein Reich in dieser Welt zu bauen. Aber er braucht Menschen, die gehen. Er braucht Menschen, die sagen, ja Gott, ich trete in diesen Riss. Ja Gott, da läuft viel falsch, aber ich will kommen vor dein Angesicht. Ja, Abraham wird genannt der Freund Gottes. Und was er für teilweise Diskussionen geführt hat mit Gott. Ja Gott, wenn es nur so und so viel Leute gibt, die an dich glauben, dann verschone diese Stadt. Sagt Gott, okay. Dann verhandelt Abraham immer weiter mit ihm und sagt Gott, am Schluss, ja, das, ja, sagt, wenn nur 10 Leute da sind, die gottesfürchtig sind, Herr, lass die Stadt nicht vernichtet werden. Und Gott sagt, okay, auch das. Und das ist, woheraus wird es geboren? Aus Intimität mit Gott. Aus einer Freundschaft mit Gott. Dass wir verstehen, was ist auf seinem Herzen? Was, wer bin ich? Und was hast du vor? Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, Jesus, ich will beten. Ich will beten. Ich will eine Person sein, die in den Riss tritt. Die aufsteht für ihr Volk, die aufsteht für Deutschland, für die Stadt, für was auch immer. Was du auf dem Herzen hast. Ja, Gott gibt da jedem Einzelnen ganz persönliche Sachen und ganz individuell irgendwas aufs Herz. Und wenn du das bist, dann lade ich ein, dass du jetzt einfach aufstehst, dass du ja deine Hände ausstreckst und sagst, Jesus, ich will ein Fürbitter sein, ich will jemand sein, der in den Riss tritt, der kommt mit Danksagung, mit Gebet, mit Flehen und mit Fürbitte vor den lebendigen Gott. Und wenn du sagst, ich entscheide mich dazu, dann lade ich dich ein, einfach mir nachzusprechen. Danke, Jesus, dass du mich berufen hast, in den Riss zu treten. Dass du mich berufen hast, in den Riss zu treten. Ich will eine Person sein, die für das einsteht, was du mir aufs Herz legst. Ich will in den Krieg ziehen, in der Gewissheit, dass du schon gewonnen hast. Ich weiß, dass du ein guter Gott bist, dass du ein fähiger Gott bist und dass du willig bist, dein Reich in dieser Welt zu bauen. Und heute Morgen antworte ich auf deinen Ruf. Hier bin ich, Herr. Ich trete in den Riss. Ich will vor dir stehen. Und einstehen für was auch immer du mir aufs Herz legst. Danke, Jesus. Jesus, du siehst die Entscheidungen, die hier getroffen worden sind und nimmst sie sehr, sehr, sehr ernst. Herr, und es ist dein innerster Herzensschrei. Du sagst, wo sind die Menschen, die eintreten? Ich will mein Reich bauen in dieser Welt. Ich will, dass Menschen, dass alle Menschen gerettet sind und gerettet werden. Dass sie kommen in die Fülle der Herrlichkeit. Dass sie strahlen. Da ist kein Schmerz, da ist kein Leid. Da ist keine Traurigkeit, keine Depression. Sondern da ist Freude und Fülle, die ich habe für sie. Und es verzehrt dein Herz, dass ja, wir uns wieder und wieder gegen dich entscheiden. Und dein Herz brennt dafür, dass wir zurückkommen. Du sagst, wer ist da, der in den Riss tritt? Und du siehst diese Hände, die jetzt gerade oben nach oben gegangen sind. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst jetzt mit dem Geist der Fürbitte, mit dem Geist des Gebets. Herr, wir wollen eintreten in den Geist, wir wollen beten im Geist, beten in deinem Namen, was du uns aufs Herz gibst zu beten. Wir wollen solche sein, auch als Gemeinde. Herr, wollen wir eine Gemeinde sein, die in den Riss tritt für diese Stadt, für dieses Land, für dein Volk, Herr. Wir laden dich ein, Herr Jesus, dass du kommst. Heil
Heiliger Geist, mit dem Geist, ja, Geist des Gebets über uns. Du fragst, Jesus, wo sind die, die in den Riss treten? Und wir sagen, hier sind wir, Herr. Hier sind wir, Herr. Sende uns. Sende uns. Wir können gleich stehen bleiben. Der Johannes macht gleich weiter mit uns. Ja, vielen Dank, Timon. Ich will es nur noch kurz wiederholen. Gott ist gut, er ist fähig und er ist willig. Und wir dürfen in den Riss treten. Wir dürfen im Glauben beten. Und ich habe mir, wenn man Moderation macht, überlegt, was bete ich denn heute in der Fürbitte? Und Gott hat mir nichts gegeben. Und ich bin blank gestanden und habe gedacht, was will denn Gott überhaupt? Und jetzt verstehe ich es. Das war die Botschaft, die du heute gebracht hast. Wir dürfen in den Riss treten. Und bin gerade vorhin nochmal hintergegangen und ich habe jetzt oder weiß jetzt, was der Heilige Geist will. Der will, dass wir üben. Ja, und das dürfen wir heute umsetzen, was der Timon heute gepredigt hat. Ich habe Beispiele, vielleicht kannst du es an die Wand geben, Johannes. Genau, für die Familie, Gemeinde, Deutschland oder den Arbeitsplatz und dann Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht habt ihr auch was anderes. Und wollen wir einfach uns zusammentun mit zwei, drei Leuten und wollen einfach diese Fürbitte üben. Und heute haben wir dann auch noch die Gelegenheit, ab 13 Uhr das Ganze nochmal umzusetzen im Lobpreis und auch im Gebet. Ja, wollen wir das machen? Wollen wir uns einfach 5 bis 10 Minuten Zeit nehmen? Tut euch zusammen und lasst uns einfach beten. Und bei Familie, da kann das eine einzelne Person sein, da kann das sein Menschen, für die du schon lange betest. Und wir haben gerade vorhin gesehen und das fand ich so ein schönes Bild. Gott steht da und er hat alles getan und diese Stühle, in denen wir uns entfernt haben, aber da ist nicht nur einer, der in den Riss getreten ist, sondern es sind mehrere in diesen Riss getreten und vielleicht braucht es einfach auch mehrere Menschen und da können wir beten, ja, für eine Person. Und wenn du für die Gemeinde betest, da gibt es so viele verschiedene Themen in der Gemeinde oder auch für unser Land oder im Arbeitsplatz, was auch immer, oder vielleicht ist es Versorgung oder vielleicht ist es auch, wo du eine Heilung brauchst, aber lasst uns das jetzt einfach üben. Thank you.
meint es gut mit uns. Und wir haben heute auch noch die Gelegenheit, ab 13 Uhr weiter zu beten. Wir wollen heute einfach auch die Zeit nehmen, von 13 Uhr bis 19 Uhr ins Gebet zu gehen. Es ist offen für alle. Ihr könnt kommen, wann ihr wollt oder die ganze Zeit, so wie es für euch am besten ist. Und ab 19 Uhr beginnt nochmal eine Lobpreiszeit hier. Da könnt ihr euch auch mit einklinken. Das einfach war jetzt einfach mal auch zum Üben. Und wir brauchen dieses Training. Ein Spitzensportler ist nur gut, weil er jeden Tag stundenlang trainiert. Einer, der Musik macht und professionell Musik macht, ist nur gut, weil er stundenlang trainiert. Ja, oder egal in welchem Bereich, wenn einer ein Schachspieler ist, ein Superschachspieler, dann ist er nur gut, weil er trainiert. Ja, und das ist ein Training und wir können das auch lernen. Wir können auch das lernen, den Heiligen Geist zu hören. Wir können lernen, das zu beten, was auf Gottes Herzen liegt, wenn wir trainieren, wenn wir einfach diese Intimität haben mit Gott. Und das können wir heute umsetzen in dieser Gebetszeit. Genau, dann sind heute noch die laufenden oder diese Woche laufende Termine wie Hausgruppen. Da könnt ihr auch gerne zu den Hausgruppenleitern gehen oder zu Leitern, wo ihr meint, hier und nochmal nachfragen. Es sind einige, die stattfinden und da können wir auch trainieren, da können wir auch lernen und Gottes Wort hören. Und nächsten Sonntag ist wieder ganz normal Gottesdienst um 10 Uhr und dann ist noch anzukündigen am 12.11., das ist ein Samstag, ist ein Teenie-Event. Das ist mit Gott reden, heißt es dieses Mal. Da meldet euch bitte beim Timon, Johannes oder Manuel. Ich weiß jetzt nicht, wer noch, bei wem ihr euch noch melden könnt. Wenn ihr zwischen 10 und 15 Jahre, wo haben wir es denn? Ja, doch 10 und 15 Jahre seid, dann meldet euch bei ihm und es fängt an um 15 Uhr am 12.11. Am Mittwoch. Abend findet dann das Alive Worship statt, ein sehr starker Lobpreis. Ich habe letztes Mal Gott gefragt, Gott zeig mir doch mal starken deutschen Lobpreis, den es noch gibt. Und ich habe mir gedacht, so in Deutschland gibt es nicht mehr so viel, wo ich jetzt so für mich persönlich das Gefühl hatte, das ist so stark und da kann ich so mitgehen im Lobpreis, hat ja jeder seine eigene Art anzubeten. Und bei diesem Alive Worship, ich habe es auf YouTube mir angeguckt, habe ich so die Kraft Gottes gespürt, so den Heiligen Geist gespürt, weil ich spüre auch, wie echt die das meinen. Und die haben jetzt gerade so eine Tour und sind gerade unterwegs durch Deutschland und sie kommen auch hier in diese Gemeinde, aber da müsst ihr euch anmelden. Ja, da könnt ihr hier bei diesem Alive Worship auf ihre Internetseite gehen oder hier den QR-Code scannen. Und dann kommt ihr schon hin, das sind Tickets, die ihr kaufen könnt. Noch sind welche vorhanden, aber es findet jetzt schon bald statt. Das ist am 23.11. Also nimmt das in Anspruch. Das ist eine starke Zeit. Wir haben gestern unsere Tickets gekauft. Also wir werden auch hier sein, um das einfach live mitzuerleben. Und wollen wir das auch miterleben. Jeder, der das möchte, ja, kann auch da. Und sie sind wirklich stark und sie haben so ein brennendes Herz im Lobpreis und auch im Gebet und auch Befreiung machen sie, habe ich gesehen, in Leipzig. Sehr starke Band. Genau, heute bis zu dem Gebet bieten wir auch an, dass wir und Gemeinschaft haben können mit einer Suppe oder zwei verschiedene Suppen, habe ich mir sagen lassen, eine Kürbissuppe und noch eine Gemüsesuppe mit Rind. Da könnt ihr gerne heute hintergehen, könnt euch da was nehmen, könnt Gemeinschaft haben auch und lasst auch da schon einfach uns das in uns weiterarbeiten, das, was wir heute gehört haben, diese Botschaft, das ist das, was Gott heute sagen möchte zu uns und das können wir mitnehmen in die Woche und wir können es trainieren, wir können es üben und ihr könnt euch treffen mit jemandem und könnt sagen, okay, ich will in der Woche einfach ja, einfach beten und Fürbitte tun und in den Riss treten. Das ist so diese Hauptaussage. Tritt in den Riss. Amen. Jetzt bitte ich noch unseren Pastor Emanuel, den Segen zu sprechen. Ihr dürft die Hände ausstrecken, nehmt den Empfang. Diese Freude, intime Zeit mit Gott diese Woche zu haben. Ich spreche euch das zu.
Ihr werdet starke Momente mit Gott haben. Nimm dir diese Zeit und sie wird stark sein. Gott wird antworten. Gott wird dir begegnen. Ich segne euch damit, dass ihr Gott dann euch Dinge aufs Herz legt, wo ihr in Riss treten dürft. Ihr werdet in den Riss treten, dafür beten. Und ihr werdet sehen, wie Gottes Wunder geschehen und wie ihr durch dieses in den Riss treten für die Sache, für die Menschen, die Gott euch dann aufs Herz legt, wie Gottes Wunder passieren und in Erfüllung geht, was auf dem Herzen des Vaters liegt. Und ihr dürft es bewegen, indem ihr in den Riss tretet. Ich segne euch mit dem Frieden, mit der Freude Gottes, mit seiner Gegenwart. Der Herr sei mit dir. Amen.